auch schon lange jetzt immer für mich selber gefahren bin. Wir sind jetzt am Weg nach Misano, Misano World Circuit, Misano Adriatico, zum Osterwochenende im Jahr 2022 mit Actionbike. Dort machen wir einen Fahrwerkservice, unter anderem Coaching. Wir sind jetzt gerade auf Höhe circa kurz vor Bozen, den Brenner haben wir hinter uns, das heißt jetzt geht es nur noch flach runter, was mit Wohnmobil und Hänger auf jeden Fall ein Vorteil ist, denn mit so viel Gewicht den Brenner rauf, macht nicht so viel Spaß. Gott sei Dank nur einmal. Wetter soll gut werden. Wir sehen uns in Misano an der Rennstrecke. Stefan, wie ist der Verkehr? Der ist super. Wahrscheinlich sind wir erst nach Ostern dort. Kurz vor 20 Uhr, endlich geht es schleppend voran, dass wir endlich mal ins Fahrerlager reinkommen. Kein Mensch weiß, warum das so lange dauert. Ist ein bisschen mühsam. Weil hätte man gewusst, dass es so lange dauert, dann wären wir wahrscheinlich erst einmal woanders hingefahren. Ansonsten, ja, wie ihr seht, Sonne geht jetzt unter. Ich schalte mal das Licht aus. Sonne geht jetzt langsam unter. Und dann werden wir schauen, dass wir noch die Box beziehen. Und das war's dann so ziemlich. So, guten Morgen hier aus Misano. Gestern wurde es echt spät. Es war schon stockmal finster. Wir haben hier aufgebaut, Wohnmobil und Hänger. Ich habe gestern schon eine Gabel gemacht von einem Fahrer hier, der sich leider zu stark verspannt hat. Beim Transport, dann hat das Öl über die Simmerringe rausgedrückt. Da wurde schon echt spät, wollte es eigentlich noch gern filmen, weil es war stockmal finster und dann war noch ein bisschen Stress. Wir haben unsere Box schon eingeräumt. Die Wettervorhersage für das Event war im Vorfeld ideal. Somit stand also einem spannenden Wochenende und dem Debüt meines mobilen Fahrwerksservice nichts mehr im Wege. So, wir sind jetzt schon ein paar Turns gefahren. Wir haben so ein kleines Fahrwerksdefizit in dieser R1 von meinem Kunden. Schauen wir mal, dass wir das ein bisschen besser hinkriegen. Ich zeige euch, warum ich das gesehen habe und was der Fahrer dazu meint, warum was ihm nicht so gefällt. Schaut mal mit zum Reifen. Wir haben jetzt hier einen Pirelli SC3. Der ist eigentlich neu, hat gerade mal zwei Turns drauf, aber ist sehr glatt. Also das heißt, er macht irgendwie nicht auf, der sieht aus wie ein Blatt Papier. Und das bestätigt auch das Gefühl vom Fahrer. Der Fahrer hat gesagt, er hat wenig Grip. Der Fahrer war hier schon lange nicht mehr auf dieser Strecke. Von dem her haben wir gesagt, okay, SC3 für den Anfang reicht, da kann er ein bisschen länger fahren und hat nicht so einen hohen Verschleiß wie mit SC1 oder 0. Jetzt sind wir aber von der Dämpfung her, haben wir relativ viel Druckstufe, damit wir viel Abstützung haben. Speziell für den SC1 brauchen wir das oder für den Nuller. Mit einem Dreier können wir jetzt die Druckstufe ein bisschen aufmachen, damit die Hinterachse mehr arbeiten kann, sodass der Reifen mehr aufmacht. Sprich, dass die Poren stärker aufmachen und somit der Grip wieder zurückgeholt wird. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann merke ich, dass das Motorrad ist zäh. Es kommt zwar schnell hoch von der Druckstufe, das passt, aber von der Druckstufe ist es sehr zäh. Da haben wir hier unser Spezialwerkzeug, das hat der Gilbert selber gebaut.
damit man schön an den Infos kommt. So, und dann zählen wir uns jetzt mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, 14. 14 Klicks war offen vom geschlossenen Zustand. Ne? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal, dass wir einen starken Unterschied merken, gehen wir mal auf 17, also 3 Klicks weiter auf, damit wir wirklich einen starken Unterschied merken. Also bei sowas würde ich immer empfehlen, mindestens 2 Klicks, dass man einen Unterschied merkt. Wenn das dann besser wird, dann kann man gerne mal noch einen Klick dazugeben. Wenn es dann aber zu viel wird, dann kommt irgendein negativer Aspekt mit dazu ins Fahrverhalten und dann muss ich wieder zurückgehen. Aber so gehe ich jetzt mal auf 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dann merke ich schon, dass das Motorrad jetzt ein bisschen schneller ist in der Compression, schneller reingeht. Somit erhoffe ich mir jetzt, dass der Reifen mehr arbeiten kann, mehr aufmachen kann und wir den SC3 trotzdem zu ein bisschen mehr Grip verhelfen, das wo er eigentlich schon haben müsste. Da traue ich dem Reifen jetzt im Moment noch mehr zu. Und jetzt erstmal Mittagspause und dann schauen wir, ob das Ganze besser geworden ist oder nicht. Wir sehen es am Reifenbild und an dem, was der Fahrer sagt. Also bis später. Die Schnelle mal machen können. Und ein bisschen mehr Druckstufen dämpfen. Die Zugstufe ist eh schon relativ schön offen. Manchmal ist das Problem, dass die Zugstufe teilweise zu weit zu ist und dann kriegst du das Motorrad runterstempeln. Achso, dann kommt sie nämlich schräg zum Hoch. Aber das ist in deinem Fall nicht so. Im Laufe des Events konnten wir vielen Fahrern mit diversen Problemen an ihrem Fahrwerk weiterhelfen. Hast auch du Probleme mit deinem Fahrwerk? Dann nimm gerne Kontakt zu mir auf und lass mich dein Fahrwerk für dich auf Vordermann bringen. Außerdem werde ich in dieser Saison meinen Service auf allen Events von Action Bike anbieten. Gerne könnt ihr mich also auch einfach im Fahrerlager darauf ansprechen. Was grundsätzlich nicht schlecht war aber extrem unterdämpft. Also an der Vorderachse war es unterdämpft, sprich viel zu wenig Dämpfung gehabt und hinten war es eigentlich überdämpft. Das heißt, er ist gekommen und hat gesagt, das Motorrad bewegt sich nur vorne. Es hat sich vorne stark bewegt und hinten gar nicht. Vor allem am Scheitelpunkt. Und da muss man halt schauen, dass man den Transfer wieder generiert. Sprich, dass man es vorne ein bisschen langsamer macht und hinten aber dann schneller, dass der Transfer wieder stattgegeben ist. Und das habe ich ja mal grundsätzlich gemacht, habe ihn rausgeschickt, habe gesagt, er soll mal 2-3 Runden später gleich nochmal reinkommen und sagen, was ist. Dann hat er gesagt, es war viel besser und deswegen habe ich jetzt nochmal einen kleinen Tick mehr in die Richtung gearbeitet, in der Hoffnung, dass wir jetzt den Berggipfel nicht hinten runterfallen, sondern dass wir den Berggipfel wirklich am Gipfel erwischt haben und schauen mal, ob er dann happy ist. Aber war schon mal positiv. Da habe ich jetzt gerade ohne euch Federgabel gemacht, dem hat es einen Simmerring unten rausgedrückt. Trotz der Sicherung ist der einfach rausgefallen beim Fahren. Und dabei habe ich festgestellt, dass auf der anderen Seite noch, und da wo es den Simmerring noch nicht rausgedrückt hat, 200 Milliliter zu viel Öl drin war. Das war wohl auf der anderen Seite, wo es den Simmerring rausgedrückt hat, auch. Und deswegen hat es ihn rausgedrückt, weil die Gabel hat nicht meinen Federn, ne? Das kann irgendwo hin. Und die einzige Schwachstelle ist dann der Simmerring, weil der Öldruck dann so hoch wird, weil es ansteht, dass den Simmerring rausdrückt. Also unglaublich, 200 Milliliter pro Gabelholm zu viel Öl drin. Das ist unglaublich. Jo, der erste Tag ist fast vorbei. Wir haben auf jeden Fall einige Leuten im Fahrwerk helfen können. Ein paar nicht, weil ich nicht alle Spezialwerkzeuge von allen verschiedenen Gabeln habe. Da ist immer die Frage, wo fängst du an, wo hörst du auf? So das Gängigste habe ich eigentlich immer dabei. Ein paar Spezial- und Sonderfälle gibt es, die hast du halt nicht mit. Ja, und dann musst du dich halt mit dem zufrieden geben, was du machen kannst. Und hoffentlich versteht auch jeder. Aber ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich noch zusätzlich dabei haben möchte in Zukunft, die ich noch zusätzlich kaufen möchte.
aber das ist halt irgendwo begrenzt. Nicht unbedingt Budget, weil das Zeug jetzt nicht so teuer ist teilweise, aber Platz und Gewicht. Transport mit dem Hänger und so weiter ist halt echt ein Thema. Gewicht, da alles dabei zu haben, was es gibt, da brauchst du 3 Sattelauflieger. So, guten Morgen hier aus Misano, heute ist Tag 2. Wir machen heute ein Video über die Fußrastenposition mit der äußeren und inneren Fußraste. Wo, wann der Ballen, wann die Hacke und so weiter sein soll. Dazu habe ich hier 2 Kameras, die Insta360 ONE X2. Das sind 360 Grad Kameras, spielt aber keine Rolle, geht mit jeder Kamera. Die montieren wir links und rechts am Motorrad, um dann ein Splitscreen zu haben und zu sagen, okay, links ist linke Fußraste, rechts ist die rechte Fußraste. Für mich draußen, um für euch die Aufnahmen zu machen. Extrem viel Verkehr draußen gewesen. War aber jetzt okay, mal zum Reinkommen. Wir sind mit 2 gebrauchten Reifen rausgefahren. Ich denke, die Onboard-Aufnahmen für die Fußstellung war jetzt für das war sehr gut. Zeiten habe ich jetzt noch keine, ich muss ins Live-Timing schauen. Und ich habe mir Mühe gegeben, dass ich schön sauber für euch die Fußstellungen darauf achte, auf meinem Wechsel. Ich bin ein bisschen in Schwitzen geraten, weil ich doch schon lange jetzt immer für mich selber gefahren bin. Aber das soll kein Problem sein. Und am 2. und 3. Turn ist es vorbei. Also, schauen wir, dass die Mittagspause hier rumgeht und dann fahren wir nochmal raus. Guten spanischen Espresso vom Stefan. In Italien. In Italien. Oh. Naja, das ist Tag 3, oder? Wir haben gestern noch mächtig viele Fahrwerke zu tun gehabt. Ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, irgendwas zu filmen. Boah, war echt extrem viel. Ein paar verrückte Sachen. Vorne habe ich noch eine Gabel, da haben wir keinen passenden Zimmerring. Der ist leider minimal zu klein, den wir als Ersatz haben, weil der hat einen Steinschlag gehabt und hat sich den originalen Zimmerring kaputt gemacht. Da muss ich jetzt noch schauen, ob wir noch einen auftreiben. Und wie ist es? Viel besser. Viel besser? Ja. Was ist anders jetzt? Ja, halt beim Einlenken triffst du halt die Punkte. Ja. Du kannst halt viel besser auf der Bremse einlenken. Ja. Und trotzdem gefühlt auch viel Support von hinten, wenn du ans Gas gehst, oder? Ja. Nee, super. Obwohl ich einen toten Vierer drauf habe hinten. Und jetzt eingerollt bin ich im Dom. Ja. Und seit? 47, 4 oder so, ja. Eingerollt. Ja. Nee, passt gut. Wenn du das nochmal verbessern willst, dann können wir abends einmal also das Federbein ausbauen. Und dann können wir uns mal die Federbeinlänge anschauen. Ja. Vielleicht ist die ein bisschen zu kurz. Und dann können wir nochmal einen kleinen Step machen. Ja, jetzt erstmal muss ich mal einen neuen Reifen dann aufziehen. Ja. Mal schauen, wie es dann ist. Ja. Weil gestern bin ich auch mit einem SC4 aus dem Reifenstapel, ja, vielleicht noch 40% drauf hatte, okay, wenn ich die 46 Reifen habe. Okay.
Ja, cool. Aber eben mit dem neuen. Ja. Da holt es locker nochmal 1,5 Sekunden aus. So, bei dem gerade war es jetzt auch so, dass der eine R1 hat, ist schon relativ schnell und hat aber zu weiche Federn gehabt und hat gesagt, ah, ich kann auf der Bremse nicht mehr weiter einlegen, ich muss die Bremse lösen. Also stand er schon zu tief. Das Witzige war, er war am Anfang so ein bisschen skeptisch, wie ich gesagt habe, hey, du brauchst mindestens zwei 10,5 Federn, dafür ein bisschen ein größeres Luftpolster, ich machte das. Das habe ich gestern Abend gemacht. Da war er ein bisschen skeptisch, aber jetzt war er doch happy, weil er gesehen hat, es funktioniert. Also, wie man sieht, doch nicht so ganz unrecht das Ganze. Ne? Misano ist halt eine sehr technische Rennstrecke, wo man an ein paar Stellen auch dicke Cojones braucht. Aber das Schönste ist eigentlich, dass man hier mit sehr viel Technik die eine oder andere Sekunde gut machen kann und teilweise an manchen Stellen aufs Risiko verzichten kann. Und das macht es so einzigartig und deswegen kann ich nur empfehlen, hier unbedingt mal herzukommen. Es macht hier richtig, richtig viel Spaß. Compounds, changing the wheel, less, and everything else. That's the part of a real professional crew, and it's having the Hier gerade Langstrecken-WM, 24 Stunden von Le Mans. Das Yard-Motorrad ist wieder mal nicht gestartet. Das ist wie ein Déjà-vu. Ich muss jetzt das Luftpolster an der Gabel anpassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich auf der Bremse kurz vorm Scheitel so ein bisschen zu tief stehe, aber nicht im Allgemeinen härter werden will, sondern nur unten ein bisschen straffer werden will, damit ich ein bisschen höher komme und besser auf der Bremse turnen kann. Und da habe ich jetzt im Moment, muss ich die Bremse auslassen, um quasi rumzukommen, egal ob ich den Speed schon erreicht habe, den ich brauche oder nicht. Und das ist halt nicht gut in dem Moment. So, das Luftpolster war jetzt auf 210 mm. Das heißt, es ist relativ wenig Öl drin gewesen. Auf manchen Strecken ist das okay. Hier würde ich jetzt bevorzugen, weil die Strecke sehr rund ist und man mit sehr viel Druck dadurch noch auf der Bremse schon in mehr Schräglage fährt und nicht so spitz fahren kann, gehe ich jetzt einmal auf 190. Das probiere ich jetzt. Am letzten Tag bin ich leider nicht mehr dazu gekommen, mein neues Gabelsetting auszuprobieren. Das werde ich dann in den nächsten Tagen am Pannoniering nachholen. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen bedanken, dass ihr meinen mobilen Fahrwerkservice so gut annehmt. Auch wenn ich gerade zu Beginn eine gewisse Skepsis bemerken konnte, so habt ihr euch nach und nach immer mehr darauf eingelassen. Vielen Dank für euer Vertrauen. Gerne unterstütze ich euch in dieser Saison auf den Rennstrecken dabei, euer Setup bestmöglich zu optimieren. Ich hoffe, euch hat dieser Einblick in meinen Rennstreckenalltag gefallen. Falls ich sowas öfter machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao.